Das Gelände rund um das Kloster Oberschönenfeld ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Gerade jetzt im beginnenden Sommer ist die Schönheit der Natur sicht- und spürbar. Äbtissin Gertrud Pesch, Schwester Emanuela Köhler und Holzkünstler Markus Brinker sind gemeinsam auf dem neuen Meditationsweg unterwegs. Insgesamt 12 Stelen aus Eiche wurden auf der 3 Kilometer langen Route aufgestellt. Also die Balken, die kamen in 12 Meter Stücken an, gut Gewicht, das habe ich liefern lassen, ich hatte sie vorher ausgesucht und dann habe ich die halt im Wesentlichen hier im Kloster bearbeiten dürfen mit der Hilfe der Menschen hier, habe dann die abgeschliffen, habe die ja rein bildhauerisch die Bänder reingesetzt und auch die Schrift ausgeschnitzt. Und habe dann die Stelen im Grunde mit Leinöl imprägniert, richtig eingelassen. Neben den Stelen stehen jeweils Bänke. Dort können die Besucher zum einen den Ausblick genießen und sich zum anderen auch mit den verschiedenen Texten auf den Stelen auseinandersetzen. Sie stammen von Bernhard von Clairvaux, einem der Väter des Zisterzienserordens. Die erste dieser Stelen und damit der Beginn des Meditationsweges befindet sich im Kloster selbst. Beginne ist das dazu passende Impulswort auf diesem Eichenstamm. Neben einem Stein aus der Schwarzach und einem Text, der zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben aufruft, ist der Stamm von 2 Bändern umrahmt. Das Rote soll für den Faden auf dem Lebensweg stehen, das Goldene für das Göttliche. Gemeinsam mit dem Freundeskreis des Klosters hat Schwester Emanuela diesen Weg initiiert. Die Natur und das Wort höre, lausche. Besinne dich, so diese Gedanken, das einfach mal innehalten. Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch innegehalten, aber das war kein Innehalten, finde ich. Das war irgendwo eine gespannte Atmosphäre. Jeder hat gehofft, geht's gut, kommen wir da durch. Das ist was anderes. Aber jetzt könnte man innehalten. Und dieses Innehalten ist gerade in Verbindung mit der Natur sehr gut möglich. Der Weg ist insgesamt etwa 3 Kilometer lang, muss aber nicht chronologisch gegangen werden. Am Ende des Weges befindet sich der Anfang. Und zwar der Anfang des gesamten Klosters Oberschönenfeld. Der Weiherhof mit der Kapelle Maria 7 Schmerzen. Wir stehen hier an der Wiege unseres Klosters Oberschönenfeld. Alles hat hier an diesem Ort begonnen. Sie sehen seitlich von mir, jetzt hier links, die kleine Kapelle. Als erster lebte hier ein Eremit. Es war ein Mann aus dem Adelsgeschlecht. Er hatte sich zurückgezogen und wollte ein Büßerleben führen für seine Familie. Mit der Zeit sammelten sich Frauen um ihn, die sogenannten Beginnen, und wollten auch eine Art klösterliches Leben führen. Vor über 800 Jahren begann am Weiherhof mit der Gründung einer klösterlichen Gemeinschaft die Geschichte der Zisterzienserinnen in Oberschönenfeld. Der Meditationsweg weist auch darauf hin und soll eine Unterstützung für die Probleme der heutigen Zeit bieten. Es gibt so viele Brüche, so viel Leid, so viel Suchen. Sich wieder aufmachen, diesen Faden wieder neu in die Hand zu nehmen oder zu schauen, was ist mein Grundthema eigentlich im Leben? Ich denke, gerade diese Corona-Zeit hat das auch nochmal so ein Stück weit aufgeworfen, glaube ich. Und dadurch habe ich das gespürt. Zu sich selbst zu kommen und dadurch auch wieder zu Gott und dem Nächsten finden. Der neue Meditationsweg in Oberschönenfeld bietet dafür viele Möglichkeiten.